Können wir bitte mal ganz normal über Orgasmen sprechen? Denn wenn wir über Female Empowerment reden und es ernst meinen, dann sollten wir bei unserer Sexualität anfangen. Mein Name ist Edith Löhle, ich bin freie Autorin und Journalistin und grüße euch zum O-Talk. Mein Name ist Laura Gehlha, ich bin Autorin, Aktivistin und Speakerin aus Berlin. Hallo liebe Laura, herzlich willkommen beim O-Talk, schön, dass du da bist. Dankeschön. Du bist Autorin, Speakerin, Feministin, Frau, aber auch sexuelles Wesen. Warum werden Menschen mit Behinderung nicht im sexuellen Kontext gesehen? Ich glaube, das liegt ganz einfach daran, also wenn wir wirklich weit zurückgucken, du wirst geboren mit einer Behinderung diagnostiziert, du kommst, wenn du Glück hast, in einen inklusiven Kindergarten. Du gehst auf eine Sonderschule, wenn du fertig bist mit der Schule, gehst du in eine Behindertenwerkstatt rein. Du wohnst dann in betreuten Wohnen. So ergeht es vielen tausenden behinderten Menschen in Deutschland. Und diese Leute erfahren meistens gar nicht diese sexuelle oder sexuelle Erziehung, sexuelle Selbstbestimmung, die Entwicklung davon. Und sie werden halt einfach mit diesem Stempel Behinderung, den sie von Anfang an auf der Stirn haben, durchs Leben geschubst, sage ich mal. Und da bleibt die sexuelle Selbstbestimmung, aber auch viele andere Arten der Selbstbestimmung total auf der Strecke. Menschen mit Behinderung existieren in Deutschland wirklich so am Rande der Gesellschaft. Sie finden in der Mitte der Gesellschaft gar nicht statt. Und das hat natürlich die Folge, dass wenn dann so jemand wie ich auf der Straße rumrollt, mit der U-Bahn fährt, in irgendeinem Club auf einmal auf der Tanzfläche steht, ich natürlich krass seltsam angeschaut werde. Es herrscht große Neugierde, es herrscht große Verunsicherung. Auch Ignoranz, vielleicht sogar auch Ekel. All diese Reaktionen bekomme ich als Mensch mit Behinderung in erster Linie, weil die Leute es ganz einfach nicht gewohnt sind, dass Menschen wie ich in ihrer Mitte unterwegs sind. Hast du Tipps, wie man kreativer wird im Sex, wenn man körperlich eingeschränkt ist? Also, wenn man eine Behinderung hat, dann muss man automatisch kreativ sein. Und mein Tipp ist, ganz viel reden mit dem Sexualpartner oder der Sexualpartnerin und auch mal über solche Dinge reden. Ja, wenn du weißt, du machst es dir selber und du kommst so, wenn du es dir selber machst, dann sag doch einfach deinem Partner oder deiner Partnerin, ey, hör mal, wenn ich es mir selber mache, dann mache ich so und so, mach es doch auch mal so und so bei mir. Tipp 2 wäre, sich selber einfach nicht so ernst zu nehmen und auch mal akzeptieren, dass man während des Sexes furzen muss. Und Tipp 3 wäre, nicht auf diese ganzen Tipps oder Erklärvideos zu besserem Sex zu hören, sondern das vielleicht einfach selbst herausfinden. Wie sollte der Umgang zum Thema Sex und Behinderung deiner Meinung nach sein? Also ich habe ein Buch geschrieben, was sehr direkt war oder von der Tonalität sehr direkt war, sehr nackt war, sehr auch fordernd war. Und was ich mir seitdem oft anhöre ist, oder auch seitdem ich laut und mit einer starken Stimme im Internet unterwegs bin und mich für behindertenpolitische Themen einsetze, ist ganz oft so dieses, oh ja, Laura, vielleicht musst du das mal ein bisschen leiser machen und die Leute da vielleicht ein bisschen langsamer heranführen, weil die Leute sind eben auch unsicher und du musst denen auch Zeit geben, du musst Geduld haben. Und dann denke ich mir so, nee, muss ich eigentlich gar nicht. Also, sonst ändert sich doch nichts. Genau das. Genau das. Und das Ding ist auch, dass ich für die ganze Unsicherheit, das ganze Fehlverhalten, sage ich mal, der Leute in meinem Umfeld auch gar nicht verantwortlich bin. Also warum soll das jetzt meine Verantwortung sein, bei den Leuten die Unsicherheiten abzubauen und sie
ja, aufzuklären, in Anführungsstrichen, und zu belehren oder so. Ich glaube, dass wenn Leute von an oder behinderte Menschen, die es ja nicht erst seit gestern gibt, ja, die gibt es ja schon seit es Menschen gibt, ja. Und wenn man mal ein bisschen früher damit angefangen hätte, diese Leute ganz normal im Alltag zu inkludieren, sich die Fähigkeiten dieser Leute anzuschauen und sich darauf zu konzentrieren, was sie können, was sie meinetwegen auch leisten können und welche, ja, was für Diversitäten sie alles mitbringen, dann müsste ich jetzt nicht hier sitzen und den ganzen Mist ausbaden sozusagen. Du sprichst immer wieder an, dass körperliche und verbale Belästigung für Frauen im Rollstuhl zum Alltag gehören. Es scheint fast so, als wärt ihr leichte Beute. Wieso wird das so gesehen? Ich glaube, dass da das Visuelle eine ganz große Rolle spielt. Also ich, weil ich halt sitzend unterwegs bin, bin ich nur 1,40 groß, so, und ich bin blond, ich bin süß dann für viele Männer vor allem, und ja, dann löst das wie so ein Beschützerinstinkt irgendwie ganz oft aus, oder ja, das ist so ganz leichte Beute, also Beute in Anführungsstriche, an die kommt man ganz leicht ran, so, und plötzlich ist der Rollstuhl dann gar kein Hindernis mehr, sondern eher so eine Eintrittskarte für Flirts oder ja, eben auch Übergrifflichkeit. Also ich werde ganz oft angesprochen, wo es dann unter die Gürtellinie geht. Ich werde auch angefasst. Ich kriege einen flotten Spruch. Zum Beispiel bin ich letzten Sommer an einem Typen so vorbeigefahren, der mit seinem Kumpel da wohl unterwegs war, und wir guckten uns so im Vorbeifahren an, und er sah mich so und er, boah, Titten auf Rädern. Erstmal löste es bei mir ein Lachen aus, so. Ich habe das wirklich noch nie gehört. Andererseits ist es einfach super krass. Also es ist einfach richtig hart, so auf zwei sehr sensible Merkmale einfach so krass reduziert zu werden. Rollstuhl und Brüste. So, und mehr nicht. Welche Fragen rund um Sexualität und Behinderung nerven dich? Ich glaube, alle Sprüche, die mich besonders auf meine Behinderung oder auf das Merkmal Behinderung reduzieren. Offensichtliche Dinge wie ich bin mit meinem Freund unterwegs oder mit einer Freundin unterwegs. Ganz praktisches Beispiel, ich frage jemanden nach dem Weg oder stelle überhaupt eine Frage, und die Antwort kriegt aber die Person, die gerade mit mir unterwegs ist. Also so solche Dinge, also dass ich einfach aufgrund meiner Behinderung verurteilt werde oder beurteilt werde. Du wirst von wildfremden Menschen gefragt, ob du Sex haben kannst. Verstehst du diese Neugier ein Stück weit? Ich habe das wirklich oft gefragt. Ich habe auch ehrlich, ich war so naiv und habe mir gedacht, das hört irgendwann auf. Vielleicht hört das auch irgendwann auf, wenn ich 80 werde oder so, weil vielleicht fragt mich das ja dann keiner mehr. aber ich werde das wirklich oft gefragt. Ich werde es aber auch nonverbal gefragt, sozusagen. Also wenn ich erzähle oder beantworte eine Frage oder die Frage, ja, hast du einen Freund oder bist du in einer Beziehung? Und dann sage ich ja. Und es ist so, oh, ja, okay, oh, okay, oh, krass, so. Und das sind dann für mich eben auch so Zeichen, dass da gerade im Kopf auch einfach ein Film abgeht. Was weißt du heute über deinen Orgasmus, was du vor 10 Jahren noch nicht wusstest? Dass mein eigener Orgasmus immer noch der schönste ist. Also wenn ich mit mir bin, so, mhm, dann ist es irgendwie immer noch am schönsten. genau, und dass der Orgasmus kein Muss ist, dass es das i-Tüpfelchen ist sozusagen und überhaupt nicht mehr
erstrebenswert ist, wenn ich sexuell mit jemand anderem aktiv bin.